Dann sind wir jetzt also willkommen in diesem Zimmer, was auch immer das ist. Ich wollte den Bildschirm anschauen. Aber der zeigt nur die Absturzstelle, wo wir waren. Ja, doch. Und ja, erinnern wir uns kurz. Es sind Tage vergangen. Was ist passiert? Genau, wir wurden vergiftet. Es kommt auf jede Minute an. Deswegen war eine Pause das Richtige. The handle is missing, weil ein Griff wäre zu viel verlangt. Okay, hier auf dem Teller können wir irgendwas platzieren. Wäre auch mein erster Gedanke. Wir kommen nicht hoch bis zu der Gardine. There are some traces on the window, but they are not clear. There should be a way to make them visible. Also, ich sehe diese Spuren hier schon ziemlich genau. Also, wir stellen uns wieder an. Ne? Ein ominöser Koffer. Was? 174 plus 523. Verdächtige Papierkombination. Und noch ein Scannerteil, okay. Ja. Mist. Dieser Aktenkoffer ist mit Handschellen an das Bett gekettet. Ja. Aber einen Kaffee erstmal. Oder Tee. Oh, Tee. Naja, na dann. Ich brauche etwas, um diese Tür zu öffnen. Welche Tür? Die hier, oder? Ach, die hier. Ja, weiß nicht. Ja, hier brauchen wir drei Scanner-Parts, okay. Hier natürlich. Ja, jetzt haben wir die Kombination. Die Kombination kann nur von einem mathematischen Genie, das die Addition beherrscht, geöffnet werden. Und was die fehlenden Tasten findet. Und es fehlen nicht nur ein oder zwei, sondern einfach alle bis auf die sieben. Vielleicht ist der Code auch 777. Habt ihr schon gerechnet? Nein, ist es nicht. Es ist nicht 777. Was? Ach so. Ah ja, vielleicht hätten wir uns auch erstmal um das Gegengift kümmern sollen. Naja. Ich muss die Labels finden. Ach so, ach, da brauchen wir die Scanner-Buttons. Okay. Ja. Mehr gibt es hier nicht zu tun. Wir. Ja, das war's. Wir werden jetzt vergiftet. Ach, da ist was. Aber was ist das? Ein dreieckiger Schlüssel. Ja, weiß ich jetzt nicht, was ich da. Ach so. Ganz toll. Dann brauchen wir jetzt hier noch so einen Rautenschlüssel, der irgendwo einfach so rumliegt. Aber wo? Wir können hier nichts mehr anklicken. So, hier lag doch der eine, da. Nee. Ich bin schon komplett verwirrt. Da ist ein Brief. Wofür brauchen wir denn Tee? Können wir. Ach, tut der Dampf das sichtbar machen, oder wie? Ja, natürlich. Ja, klar. Die Macht von Tee. Aber was soll mir das sagen? Die zweite und die dritte, aber von was? Warum ist hier jetzt ein Wimmelbild? Ich bin einfach nur konstant verwirrt in diesem Spiel, aber da ist eine Fernbedienung. Für Dinge finden kann man. Da ist der Hammer. Eine Plastikkappe ist da. Eine Schweinsspardose ist da. Was ist ein Bootprint? Sehe ich gerade nicht. Gibt es hier nicht. Pineapple. Apple Pan. Wo ist die dumme Glocke? Nein. Aber wäre doch toll, wenn es eine dumme Glocke wäre. Bananen. Maske. Die drei. Die Maske. Und da ist ein Heel.
Und wir brauchen auch noch einen Handabdruck, den wir irgendwie bekommen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wie wir den bekommen können. Ah ja, da war der Stiefelabdruck, ja gut. Ich dachte, vielleicht könnte man mit dem Abdruck irgendwie... Ja, das ist eigentlich kein Stiefelabdruck, das ist ein Handabdruck. Ah, Licht ins Dunkel gebracht. Ah, was ist eine Dampe? Ich werde gleich Englisch lernen. Ja. Eine Hantel, okay. Ah, doch. Doch, ja, doch, doch, doch. Ich bin d'accord damit. Man kennt es. Wie man einen Scanner nochmal einschaltet. Au! Hä? Aber das ist doch das, was es uns hier sagt. Das ist doch... Hm? Zwei? Hm? Drei? Hm? Hm. Ja, entweder müssen die gedrückt sein oder die. Ja. Wie soll ich das sonst interpretieren? Oder die sind noch, also die beiden sind entweder gedrückt oder die drei sind gedrückt. Hätte ich jetzt gesagt. The correct pattern. Maximale Verwirrung. Weil... Ja... Ich glaube, es ist ein Fehler vom Spiel. Ich weiß gar nicht, muss ich irgendwo bestätigen? Nee. Also. Ich probiere jetzt alles aus. Nein, das ist da kommt man ja nirgendwo hin. Es ist doch immer abwechselnd, abwechselnd, abwechselnd. Auch auf dem da hinten. Das war genau das, was da stand. Aber ich konnte auch nirgendwo bestätigen, egal wo ich draufgeklickt habe. Ist ein Fehler vom Spiel. Einigen wir uns darauf. Ein Magnet. Das ist ein Brief. Das ist nicht magnetisch. Damit. Mit dem Magneten öffnen wir die Handschellen. Wer hätte es nicht geahnt? Wer hätte es nicht geahnt? Und wir kriegen the suspicious suitcase. Der Teppich wurde absichtlich kaputt gemacht. Und da ist irgendwas drunter, aber wir sind zu schwach, um es anzuheben. Und wofür haben wir jetzt diesen Suitcase? Nicht für hier. Uns fehlt immer noch der Griff. Hier brauchen wir immer noch die Labels. Ja. Hier ist wirklich nur noch die Tür offen. Hier ist wirklich nichts mehr. Ja, das schaffen wir stärkemäßig nicht. Und hier gibt es auch nur noch die Labels.
Und der Tee hat auch aufgehört zu dampfen, ne? Nachdem wir das Rätsel gelöst haben, wie auf Kommando. Da brauchen wir den Händel, das ist zu weit oben. Und hier brauchen wir die anderen Buttons. Aber den Suitcase können wir auch nicht einfach so benutzen. Ich bin ratlos. Also das Zimmer, der Ort hier gefällt mir nicht. Ja. Was? Ach so, okay. Nee, darauf wäre ich in Millionen Jahren nicht gekommen, muss ich sagen. Dass die Kabel zu den Kabeln passen. So eine Art von Spiel ist das, okay. Ja. Das ist doch schaffbar. Lästiges Umlenken. Das wird nie und nimmer funktionieren. Nein, es funktioniert nicht. Dann so. Cool. Dieses Drehkreuz ist ja mal das unnützeste Teil aller Zeiten. Ja, gut, hier haben wir nicht viel Spielraum. Ja, da geht's ja auch wieder nach unten nur. Konzentration. Ja, nein. Oh Gott, das ist schwerer als erwartet. Dann machen wir hier Back. Das Teil bringt uns hier so gar nichts. Das heißt, wir müssen sowieso nach oben. Das wird auch nicht funktionieren. Wir könnten nur höchstens den hier machen, der uns nichts bringt. Nein, das bringt uns überhaupt nicht. Oh Gott, Blamage. Ich hoffe, dieses Drehkreuz hier ist. Das heißt, es geht wirklich nur so. Das ist auch zweifellos. Hier geht, da kann man hier nicht viel, man kann hier nicht viel rücken. Dann muss das ja auf jeden Fall so sein. Das geht vielleicht nur so. Ja! Experten am Werk. Ja, wir sind Klempner. Oh! Ja. Ja, aber nicht das Gift, sondern das Rätsel. Also, wer auch immer der Typ ist, ne? Wir wissen alle nicht, was die Story ist. Außer ihr wisst es, aber ich weiß es alle nicht. Super, super sicher auf jeden Fall. Der Notfall-Herzkasten ist super sicher abgesperrt, dass man im Notfall ja nicht rankommt. Genauso wie. Wie das Feuerwehrding. Der Feuerlöscher. Das Feuerwehrding, das Ominöse. Also ja, diese Klinik. Ein Albtraum für die Versicherung. Und das liegt nicht nur am brennenden Mülleimer, metaphorisch und wortwörtlich. Der Vogel wurde auch nicht gefüttert, also hier sind einfach nur Unmenschen am Werk. Und wir haben ein weiteres Wimmelbild. Mit einem Tennisball. Ach, die haben hier ganz schön viele Sparschweine. Aber gut, klar.
haben auch viel zum Sparen. So viel wie die hier einsparen an Sicherheitsmaßnahmen. 5 CDs, okay. Ich wundere mich gerade schon, wo so viele CDs hier sind. Perlen. Und ein Pferd. Perlen und ein Pferd. Perlenpferd, ein Drug, ein Monster Drug. Kein Monster Drug. Ein Tape. Eine Vase. Das ist eine Blumenvase, das ist eine Blumenvase. Was ist auch eine Vase? Eine Krawatte. Ein Geschenk. Und wie kriegen wir den Taschenrechner? Oh, vielleicht die App auf dem PC. Nee, das wäre zu fortschrittlich. In der Schublade vielleicht. Ja, natürlich. Und wir kriegen ein Messer, das gar nicht dabei war in den Sachen, die wir gesucht haben. Aber sei es drum. Ja, da fehlt zum Glück noch eine Figur. Da blamiere ich mich ein andermal. Aber mit dem Messer können wir zumindest schon mal, also safe, aufschneiden. Die Nummer nehme ich auf jeden Fall. Und ja, können wir jetzt ein bisschen irgendwo schneiden, ne? Feuerlöscher wäre doch ganz gut. Ach, für den Müll aber. So, was? Wo wollen wir Feuer löschen? Oh, da ist noch eine 9. Aber eine andere 9. Überall fehlen Zahlen. Was ist hier los? Hier möchte man kein Patient sein. Ja, die Figur, das Dingens. Wie gesagt, ein andermal. Ja, wirklich ein andermal erstmal. Ha! Da komme ich noch gut drumrum heute. Da komme ich drumrum. Aber nicht um diese Schublade. Ein Schlüssel. Eine Eisenstange. Ein Big Stick. Ja. Ein Big Stick. Das ist einer von 3 Schlüsseln, um medizinische Versorgung zu erhalten. Oder nee, Defibrillator wahrscheinlich ist drin, oder? Big Stick. Ja, danke für den Big Stick. Da ist etwas drinnen, aber es steckt fest. Dann holen wir es mit dem Big Stick raus. Oh nein, mit dem Big Stick kommen wir nach da oben. Weil wir so klein sind, aber wir haben einen Big Stick. Ja. Oh, wir können den fast verhungernden Vogel endlich füttern und dann sind wir besser als alle anderen hier. Ja, volle Portionen. Öffnen wir den, er fliegt auch nicht weg. Wir machen den aber auch nicht mehr zu. Der wird schon artig sein und dann... doch, jetzt noch dran. Alle Figuren müssen korrekt platziert sein. Ach so, dass die zur Silhouette passen. Ja, das ist ja okay. Da kommt Kragenbärt hin. Der ist ja eigentlich ganz gut. Da kommt irgendwie so der Typ dahin. Der ist doch ganz gut. Da unten kommt noch so ein großer, gewaltiger Typ hin. Könnte der hier sein. Ja. Ich habe dieses Bild selbst geschaffen. Ich brauche einen Schlüssel. Wir haben immer noch nicht genug Nummern. Was ist das? Ja, Rollbuttons. Ja, das ist ziemlich... Oh, da sind Handschellen. Wir bräuchten einen Magneten. Auf die Leiter ist... Oh, alles tun die hier. Weil hier so viel geklaut wird. Im Hospital. Das ist der einzige Grund, darum tun die alles mit Handschellen ankennen. Ja, ich dachte, vielleicht hätte sich das Wimmelbild wieder aufgemacht. Wo auch immer das nochmal war. Hier, ja. Weil wir wissen ja, in diesem Spiel öffnen sich Wimmelbilder immer mal wieder. Was super aufwendig ist, natürlich game-mäßig. Und man bekommt auch nicht mitgeteilt, wann sie das zweite Mal öffnet, was umso besser ist.
Okay, das war cool. Das fand ich schon cool. Ich weiß nicht, was ein Treble Clef ist. Eine Klammer, oder? Kann ich nicht wieder zumachen? Spoon, den habe ich doch mal gesehen. Da ist der Spoon. Da ist der Doily. Blume, Treble Clef. Ratchet und Clank. Warum sage ich Ratchet und Clank? Um abzulenken vom Treble Clef. Es ist spät. Ich habe mein Englischverständnis noch schlimmer als ohnehin schon. Nein. Das geht. Nur dieses Wort. Ich weiß so. Ich google kurz. Weil ich. Also es ist Mitternacht. Ich kann nicht mehr. Treble Clef. Ach ja, gut, ne? Da muss ich auch erstmal drauf kommen. Das ist der G-Schlüssel ist. Also der Violinschlüssel. Ja. Super Sache. Oh, die letzte Phone Dial. Ach nee. Ich habe die beiden verwechselt. Dial Pad und Phone Dial. Schande über mein Haupt. Wofür brauchen wir die, um hier was rauszuholen, ne? Ja. Window Handle. Na, so wird ein Schuh draus, also ein Window Handle. Aufmachen und Freiheit. Da bekommen wir noch unsere Schiffhalle. Ey, was ist der Code? Ich weiß es nicht. Nein, natürlich. 6, 8, 9. Peinlich. 7. 8. Na, da ist ja kein totes Skelett drin. Sondern ein nicht totes Skelett, weil es nie gelebt hat. I can't open it with my hands. Ich wollte die Folge beenden, aber scheinbar muss ich dieses Wimmelbild noch machen. Ich dachte, das ist was und ich sage, oh, das sehen wir das nächste Mal. Ich klicke gerade einfach nur auf so Sachen, die mir auffällig erscheinen. Okay, das funktioniert nicht mehr. Necklace. Das war ein Gürtel. brauchen wir einen Stern? Nee, doch. Wallet. Sind die Scheren wieder irgendwo hier in der Schublade? Nö. Ja. Und das Necklace? Ja, gut, so ein... kann viele Farbformen und Farben annehmen. Und eine Schere... ja, gut, wenn es nicht in der Schublade ist, dann... irgendwo hinter was, oder? Irgendwo ist hier keine Möglichkeit, was zu machen. Ja, jetzt scheitern wir an den Scheren. Die Schere tut die Folge vor, in die Länge ziehen, ey. Aber die Musik, die ist schon gut. Gut, dann die ganz sanfte Methode mit der Maus drüber ziehen, bis der Aha-Moment kommt, wenn das Spiel mir zeigt, wo ich hinklicken muss. Nee, die sind nur manchmal sichtbar, ne? Das war doch gerade weiß. Das ist so ein nerviges Ding, was ich da noch gut fand. Mhm. Ja, wir müssen ja aufbekommen. Oh, brauchen wir doch nicht den Hammer.
Die blaue Lampe fehlt. Ja, sowas haben wir nicht, sowas Fancyes wie eine blaue Lampe. Hier fehlen Zahlen. Ja, Kombinationen einfach alle ausprobieren. Überall so viele Kombinationen. Und ja, wenn ihr die nächste Folge sehen wollt, dann gebt unten die richtige Kombination ein. Das war es. 1, 2, 3, 7.